Guten Tag, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zu einem heute sehr spannenden, vielleicht sogar ein bisschen konfliktiven Thema. Es heißt nämlich Makler und Rechtsanwälte. Wie passt denn das zusammen oder vielleicht gar nicht zusammen? Schauen Sie sich das Video an. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu einem heute wirklich interessanten, vielleicht sogar leicht konfliktiven Thema, nämlich Makler und Rechtsanwälte. Und ausgerechnet redet ein Anwalt darüber. Na gut, schauen Sie mal, was dabei rauskommt. Fangen wir mit einer simplen Feststellung an. Ohne Makler geht Immobiliengeschäft in Spanien gar nichts. Makler haben eine enorme Marktpräsenz, Privatverkäufe, die finden allenfalls in den Kleinanzeigen der Zeitung statt, ansonsten kaum. Und es gibt sehr viele große Maklerbüros, ich will hier keine Namen nennen, aber auch sehr viele kleine, das Geschäft ist sehr zerfasert, denn heute kann man mit einem Computer, einer schönen Webseite, kann man auch ganz bequem von zu Hause als Makler tätig sein. In dieser Branche des Immobilienverkaufs und Kaufs sind natürlich auch Anwälte, Leute wie ich tätig, die Parteien beraten, mal den Verkäufer, mal den Käufer. Und jetzt wollen wir mal schauen, wie es in diesem Spannungsverhältnis denn tatsächlich ausgeht. Der Unterschied ist evident zwischen Makler und Rechtsanwalt. Beides sind Dienstleister, okay. Aber ein Makler verdient seine Provision erst dann, wenn ein Kaufvertrag zustande gekommen ist und von dem Notar unterzeichnet worden ist. Und nur dann verdient er Geld. Ein Anwalt hingegen wird bezahlt, egal wie die Angelegenheit ausgeht, und er wird sofort bezahlt, wenn er seine Dienstleistung ordentlich erbracht hat. Also da gibt es ein natürliches Spannungsverhältnis, ich will nicht sagen Konfliktverhältnis, weil einfach die Interessen ganz unterschiedlich sind, aber ich halte es für wichtig zum Schutz des Verbrauchers und zum Funktionieren des Marktes. Wo liegt denn der Ursprung dieses Konfliktes? Und ist doch klar, wenn ein Makler nach vielen frustrierenden Besichtigungen, die nichts gebracht haben und wieder hingefahren, endlich hat er einen Käufer gefunden und hat mit dem Verkäufer gesprochen, hat endlich einen Kaufpreis erzielt, dann kann man verstehen, dass er dringend darauf wartet, dass endlich der Notarvertrag unterschrieben wird, denn dann kann er erst seine Provision einfordern. Und gerade an dem Punkt, wo der Makler darauf wartet, dass er endlich sein Geld bekommt, da fängt der Anwalt erst an. Denn dann wird der Käufer zum Anwalt gehen und sagen, schau mal an, ich habe da so eine Sache, das würde ich gerne kaufen, schau doch mal bitte drüber. Und der ist natürlich völlig unbelastet von diesen Dingen vorher, von den Besichtigungen, der fängt dann an zu prüfen, zu untersuchen, macht Vertragsentwürfe, sichert natürlich die Rechte des Käufers oder des Verkäufers, je nachdem, baut Garantien und Verpflichtungen ein, analysiert natürlich auch die Immobilie von der steuerlichen, von der rechtlichen, vor allem von der baurechtlichen Seite. Das ist schon, sage ich nicht nur, weil ich Anwalt bin, das ist schon eine Menge Arbeit und auch eine Menge Verantwortung. Und die Vorstellung, die so manchmal da herumgeistert, das sei doch mit einem Standardvertrag aus der Schublade zu erledigen. Na Leute, also das ist wirklich naiv, übrigens auch riskant. Das erklärt, weshalb die Arbeit des Anwaltes gelegentlich mit einem Grummeln begleitet wird, aber als Makler muss man halt leidensfähig sein. Ganz kurz zu der Vereinbarung mit einem Makler, die man eventuell trifft, wenn man ein Haus verkaufen möchte. Da steht die Laufzeit des Vertrages drin. Ich bin immer kein Freund von automatischen Verlängerungen. Das streiche ich in allen Verträgen immer automatisch raus. Wenn man da mal vergisst, dann verlängert sich so ein Vertrag gleich um ein halbes Jahr. Das will man nicht. Also lieber eine feste Laufzeit. Dann steht der Kaufpreis drin, Höhe und Zahlungsweise der Provision. Die ist in Spanien meistens 5% plus 21% IVA, also der spanischen Umsatzsteuer, und wird fällig bei der notariellen Protokollierung. Klare Vereinbarung. Allerdings wird diese Vereinbarung oft auch schon in den Optionsvertrag oder in den Anzahlungsvertrag, den sogenannten Contrato de Arras, aufgenommen, wo in dem Vertrag zwischen Käufer und Verkäufer schon drin steht, dass eine bestimmte Immobilienagentur, ein Maklerunternehmen diese Provision erhält, sodass das auch dann in dem Vertrag zwischen den Parteien niedergelegt wird. Also das ist alles nicht zu beanstanden, alles in Ordnung. Kritisch ist zu sehen, man findet es selten, muss man sagen, nicht oft, aber manchmal schon, dass aus der Anzahlung von 10%, die nämlich aufgrund dieses Anzahlungsvertrages von dem Käufer zu leisten ist,
dass, wenn dieser an den Verkäufer geht, bereits der Makler davon 25-30% bekommt. Das geht natürlich nicht, denn es kann ja durchaus sein, dass, wenn der Verkäufer seine Verpflichtung nicht erfüllt, die 10% an den Käufer zurückgehen. Und wie soll das gehen, wenn der Makler schon einen Teil davon bekommen hat? Etwas völlig anderes ist es natürlich, wenn der Käufer die Option nicht ausgeübt hat und die 10% definitiv beim Verkäufer verbleiben, dann ist das natürlich völlig in Ordnung. Auch etwas kritisch sehe ich, auch das findet man manchmal, dass ein Maklerunternehmen sich anbietet, diese Anzahlung treuhänderisch zu verwahren. Da rate ich von ab, denn anders als bei Notaren und Rechtsanwälten gehört das ja nun weiß Gott nicht zum Kernbereich der Tätigkeit eines Maklers. Und zum anderen ist das ja wirklich keine interessensfreie Treuhandschaft, die da stattfindet, sondern durchaus interessengeleitet zur Sicherung der eigenen Ansprüche. Das sollte man also nicht machen. Aber dennoch, Sie haben gesehen, als Anwalt bisher habe ich eigentlich wenig zu kritisieren gehabt. Aber meine Kritik kommt genau jetzt. Die kommt immer dann, wenn Makler auch Rechtsberatung anbieten. Und das ist, da wird darauf verwiesen, ja, wir machen das schon immer und wir haben eine Erfahrung, das machen wir jeden Tag und wir haben auch juristische Vorkenntnisse. Und dann kann ich sagen, okay, beim Verkäufer mag das zur Not noch angehen, aber den Käufer, dem einen Vertrag zu geben und dem zu sagen, ja, dann müssen Sie noch gerade mal unterschreiben. Und das ist doch ein seltsames Bild, muss ich als Anwalt sagen. Der Makler wird vom Verkäufer beauftragt und auch bezahlt und bietet dann dem Käufer quasi eine kostenlose Rechtsberatung an. Das ist etwas, was ich nicht billigen kann. Zumal, wenn dieser Makler nun Anwalt wäre, wäre seine Zulassung sofort los, denn das geht auch auf gar keinen Fall, sich von der einen Partei bezahlen zu lassen und die andere Partei beraten. Also das ist keine gute Konstellation. In Deutschland gibt es sogar eine Strafrechtsvorschrift, nämlich Parteiverrat, die so etwas ausdrücklich verbietet. Also aus diesem Spannungsverhältnis sollte man sich rauslassen. Und jetzt kommt das, in dem ganzen Video gewartet habe, nämlich der Hinweis, wenn Sie eine Immobilie kaufen wollen, gehen Sie zu einem unabhängigen Anwalt. Der versteht was davon, der hat eine Ausbildung, der ist in einer Kammer zugelassen mit strengen Standesrichtlinien und der hat auch eine Haftpflichtversicherung. Und kein Makler sollte Angst davor haben, dass ein Anwalt einen Deal kaputt macht. Warum sollte er das tun? Und wenn ein Anwalt tatsächlich von einem Deal abraten würde, dann ist im Vorfeld irgendwas schiefgelaufen und nicht ordentlich gemacht worden. Und dafür kann ein Anwalt wirklich nichts. Danke fürs Zuschauen.